Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Let's Go Evoli. Im letzten Part haben wir angefangen, die Silphkorb von Team Rocket zu befreien. Und jetzt geht's hier weiter. Hier ist der Zutritt verboten, verschwinde. Ich mache nur Sightseeing, Herbert. Einfach nur Sightseeing. Electek. So, Tammy macht Schaufler. Und tschüss. Das war gut. Toxic erreicht Level 43. Hey, Gewinn ist ja auch verboten. Was darf man hier überhaupt atmen? So, ich habe Tarek mal wieder dabei. Und wir finden eine X-Kapsel. Weil der gute Tarek sich jetzt bald entwickelt. Kinder haben hier nichts verloren. Ich bin kein Kind, mit 10 ist man erwachsen und darf durch die Welt und ein Pokémon-Trainer werden. Smoggern. Ich darf sowas. Meine Mama hat es mir erlaubt. So, dalle. Einmal Glut. Ja, genau. So ein... Hey, Tommy, steckst du aber locker weg. Smogon. Da wäre ja Stinner richtig gut, aber den habe ich jetzt mal rausgenommen. Und Zita ist einfach noch zu klein. Den muss ich einfach noch mal ein bisschen trainieren, mehr offscreen, weil mit Level 20 ist hier nicht so... Da kann er nicht so gut mitkämpfen. Das war jetzt echt gut, Tommy. Läuft doch super. So stark. Ja, guck dir Tommy an. Mach dich fertig. So, wir haben ja hier diesen komischen Schlüssel. Und können jetzt auch in alle Türen reingehen. Hilfe, ich bin ein Mitarbeiter der Silph Company. Ja, genau so siehst du auch aus. Deswegen möchtest du auch kämpfen, Josef. Mit einem Smogmog. Ich würde gerne Schaufler machen, weil Bodenattacken helfen super bei ihm. Aber Schaufler bringt nichts, weil er schwebt. Deswegen müssen wir leider bei Glut bleiben. Das wird jetzt nicht ganz so viel helfen, weil er sich entwickelt hat. Ich wollte eigentlich Toxic entwickeln, aber ich habe jetzt unter einem Video gelesen, dass er Raichu absolut nicht ab kann. Und dann werde ich Toxic nicht dazu zwingen, dass er sich entwickelt, dann bleibt er eben ein Pikachu. Ah, meine Tarnung ist wohl aufgeflogen. Nein, nein, pst. Alles gut. Ich hab nichts gemerkt. Na du, was stehst du hier so in der Ecke? Bitte nicht zur Hilfe. Oh, du bist gar nicht von Team Rocket? Entschuldige, ich war überzeugt, dass... Verzeihst du mir, wenn ich dir eines unserer Produkte gebe? Finale. Das ist voll die feige Attacke, die setze ich nicht ein. So. Ich möchte die Teleporter jetzt noch nicht benutzen, weil ich jetzt wirklich Raum für Raum oder Stockwerk für Stockwerk gehen möchte. Und sonst weiß ich nämlich, wenn ich die Teleporter einsetze, überhaupt nicht mehr, wo ich schon überall war und wo noch nicht. Ich arbeite für die Silph Company, was soll ich bloß machen? Na... Wie wär's mit nicht hier einfach so blöd in der Ecke bei der Pflanze rumstehen? Du kannst dich ja auch auf die Couch setzen. Ah, guck mal da. Eine Kapsel. Kann ich nicht irgendwas Sinnvolles... ich weiß nicht, ob's generell sinnvoll ist. Keine Ahnung, ich spiele damit nicht, aber für mich was Sinnvolles.
Das ist zum Beispiel cool. Ich arbeite lieber für Team Rocket als für die Sylph Company. Ja, das lohnt sich auch viel mehr. Team Rocket ist nicht auf dem absteigenden Ast oder so, Aaron. Da sind Zukunftsaussichten sicher. Mhm. Ja, ja. Ich meine, ich bin 10 Jahre und mache eine Geheimorganisation, eine böse, die die Weltherrschaft an sich reißen will, vernichte ich. Also, ich weiß auch nicht. Da wäre ich hier geblieben. Hier hast du konstant, kriegst du Geld jeden Monat. Und die anderen Mitarbeiter waren doch alle sehr nett. Auch wenn hier viele Luschen arbeiten. Magma. Dann nehmen wir doch den guten Nico. Ich denke, dein Magma ist ein bisschen zu aufgewühlt. Wir kühlen das einfach mal mit einer kleinen Überschwemmung ab. Nico, dann wenn ich bitten darf, flute mal bitte das ganze Gebäude hier. Den ganzen Abschaum einfach weg. Aber wenigstens ist es mal was anderes als ein Radikal oder ein Rettan oder ein Smogmog, aber den haben wir ja vorhin gesehen. Du bist gut. Ja, ich weiß, dankeschön. Die erste halbe Portion, die hier reinspaziert kam, war schon viel zu stark und jetzt kommst auch noch du. Ihr habt hier überhaupt nichts verloren. Was wollt ihr verflixten Kinder denn von uns? Wir wollen, dass ihr hier weggeht. Warum kann ich mir die nicht mitnehmen? Ich will mit dem mitnehmen. Ich muss hier nachher nochmal überall rein, um die blöden Schalter zu aktivieren. Das finde ich jetzt schon doof. Es dauert ja ewig, dieses blöde Gebäude hier zu machen. Wer uns stört, ist ein Störenfried. Ja, ganz philosophisch irgendwie wertvoll. Alpollo. Du hast keine Chance gegen Tammy. Absolut keine Chance. Du tust mir ein bisschen leid. Aber nur ein bisschen. So ein bisschen. Heute ist der 31.12.2018. Ich gebe auf. Und Silvester. Silvester. Feiert ihr? Macht ihr irgendwas? Bleibt ihr zu Hause? Gammelt ihr auf der Couch? Spielt mit euren Weihnachtsgeschenken? Die halbe Welt hat ja Super Smash Bros. Geschenkt bekommen. Ich nicht. Dafür habe ich was anderes gekriegt. So, ich habe keine Ahnung, wie viel der Stock das jetzt hier schon ist. Was? Ich wollte gerade sagen? Hallo? Team Rocket hat die Kontrolle über die Sylph Company übernommen. Nein, die ersten drei Stockwerke gehören schon mal mir. Ich glaube, es waren die ersten drei. Ich habe keine Ahnung, ich habe den Überblick verloren. Also ich weiß, dass es 10 Stockwerke sind, das hat mir vorhin ein Typi gesagt. Aber ich habe vergessen zu zählen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt im dritten bin. Sind wir jetzt im dritten Stockwerk? Ich glaube, wir sind im dritten Stockwerk. Also die ersten zwei gehören mir und das dritte gehört mir jetzt auch gleich. Eigentlich könnt ihr gleich aufgeben. Slimer. Nein, ich möchte nicht aufgeben. Tammy möchte nicht aufgeben. Sie gibt niemals auf. Niemals. So, Schaufler, dann kriegst du schon mal keinen Schaden. Ich habe immer noch im Kopf, dass es irgendwo auf irgendeiner Etage eine Dame gibt, die deine Pokémon heilt. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, aber ich musste trotzdem einmal zum Pokémon Center rennen. In einem Rutsch habe ich es dann doch noch nicht geschafft. Arrgh. So. Einen Hyperheiler. Der ist sinnvoll. Sternstück. Das ist Müll. Fluchtseil. Brauche ich in dem Spiel nicht mehr, weil ich dem Pokémon ausweichen kann.
5 Superbälle. Ist genommen, ja, ist gekauft. Nimmst du das mal bitte? Einen Beleber, perfekt. Sowas ist sinnvoll. Das war bis jetzt der beste Raum. Und das ist der Lager, die Lagerhalle. Habt ihr sowas nochmal hier irgendwo? Meine Pokémon sind meine treuen Untergebenen. Und meine sind Freunde. Und deswegen machen sie deine fertig. Dieter. Voltaball. Weil meine kämpfen aus Dankbarkeit und Liebe. Nicht Tammy? Weil ich Tammy und Dodge sterben lasse. Magst du mich ganz doll. Oh, du hast keinen Schaden genommen. Siehst du, Tammy? Ich passe auf dich auf. So gut ich es vermag. Ich gebe mir Mühe. Voltaballen. Ja, du bleibst da und machst weiter mit Schaufler. Ich weiß nicht, wenn die Finale einsetzen, ob, weil das ist die Lieblingsattacke von Voltaball, ob das auch trifft. Also ich weiß, dass Erdbeben trifft, aber Finale bin ich mir jetzt nicht sicher, ob man denn in Sicherheit ist. Beim Fliegen trifft das, glaube ich, dann nicht. Aber unter der Erde bin ich mir jetzt nicht so sicher. Nochmal ein Voltaball oder ein Elektroball? Ja, ein Elektroball. Wir sehen mal was anderes. Da haben sie auch total künstlerische Freiheit. Einfach die Farben getauscht und gehofft, dass es keiner merkt. Nee, das ist auch irgendwie so ein Pokémon. Einerseits finde ich es ganz cool, dass der sich einfach als Pokéball tarnt. Aber andererseits finde ich es auch ein bisschen lame. Mist, ihr schwächlichen Pokémon, ihr. Naja, du siehst ja auch nicht jetzt gerade aus wie Arnold Schwarzenegger. Ich weiß nicht, ob du eine Dose aufkriegst. Tüte Chips. Na, verzweifelt er schon. So, ist hier noch irgendwas los? Kapsel Angriffsplus. Ach, vor lauter Angst habe ich mich hier versteckt. Ja, wenn du mal aufs Klo musst, was machst du dann? Will ich gar nicht wissen. Verdächtige Person gesichtet. Nein, das stimmt nicht. Ich habe dich angesprochen. Du hast mich nicht gesehen. Ich habe dir auf die Schulter getippt. Warum lügen eigentlich hier alle? Ist es in der Stellenbeschreibung von wegen, ja, kannst du gut lügen? Dann bist du eingestellt. Dann darfst du hier mitmachen. Magst du schwarz? Mit einem roten R auf der Brust? Dann bist du hier perfekt. Hey, Level 45. Elektroball, nein, ich möchte nicht wechseln. Tammy, es wäre super, wenn du es wieder mit einem Schlag kaputt hauen könntest. Weil jetzt hat Tammy langsam die Hälfte ihres Lebens. Ich denke, ja, ein bisschen mehr hat sie noch. Aber ich denke, wir wechseln sie trotzdem mal aus, damit sie sich jetzt mal ein bisschen ausruhen kann. Das Stockwerk hätten wir gesäubert. Wer oder was bist du? Glaube ich. Ich habe es nicht gelesen, ich habe so schnell weggedrückt. Tarek, du darfst jetzt mal unterstützen die Gruppe. Stockwerk ist sauber, nächstes. Da waren wir letztens. Mit denen habe ich gequatscht. Dreht die sich? Hallo? Die dreht sich anscheinend nicht. Du hast ja echt Nerven, Team Rocket sogar respektlos zu begegnen. Ich weiß nicht, ob das respektlos ist. Ich meine, ich gebe euch eine faire Chance. Ihr könnt gegen mich antreten. Und wenn ihr verliert, dann zieht ihr ab. Ich finde das jetzt nicht respektlos. Respektlos wäre es, wenn ich ohne einen Kampf. Ja, wenn ihr nicht mal die Chance hättet, euch irgendwie
Das finde ich dann respektlos. Okay, Luftschnitt. Entschuldigung, das war mein Mikrofon. Ich hoffe, ihr habt es jetzt nicht gehört. Ah, oh, Bock. Nein, du bleibst da. Ich habe keine Ahnung. Drachenwut. Wenn ich keine Ahnung habe, dann mache ich Drachenwut. So wie Blama Bodycheck macht. Okay, das macht die Genauigkeit. Nee, Schadensveränderung. Hä? Check ich jetzt überhaupt nicht. Warum hat er das gemacht? Tschüss. Ist egal, Abo. Eieieiei. So, den hätten wir auch. Und dann muss ich nochmal hier rein. Und einmal rum, damit ich den Pokéball von der Tante noch erwische. In diesem Stockwerk erforschen wir Pokébälle. Ich verstehe das nicht. Zahlen die zu wenig Geld? Burkhard, was zum... Sind denen die Namen ausgegangen? Was zur Hölle? Alter Falter. Hätte besser sein können. Okay, du bist schon mal nicht paralysiert. Das ist gut, Tarek. Spielen wir es nochmal mit Schlitzer. Wenn nicht, dann mache ich Flammenwirbel. Es zieht zwar nicht so viel ab, aber... Ach, was? Ich mache nochmal Drachenwut. Der müsste eigentlich Hops sein, oder? Weiß ich nicht. Ah, ein ganz kleines bisschen noch. Tut mir leid, wenn ich so in mich rein nuschel. Ich bin heute... Es ist sehr spät und... bin nicht ganz so fit. Ich habe es das ganze Jahr geschafft, nicht krank, also nicht das ganze Jahr, aber jetzt hier die Weihnachtstage habe ich die ganze Zeit Nico erreicht Level 42 geschafft, nicht so krank zu werden, wie enttäuschend. Bis auf ein bisschen Kopfschmerzen und so. Nein, darfst du nicht. Tut mir leid, Nico. Und jetzt fühle ich mich gerade ein bisschen... Ich habe noch nichts, aber ich fühle mich einfach ein bisschen krank. Keine Ahnung. Ich hoffe, es geht vorbei. Der Kelch geht an mir vorbei. Ich habe nämlich keine Lust, krank zu sein. Aha! Gerade eben wurde mir noch gemeldet, dass ein Kind hier herumstreuen soll. Ich bin doch kein Hund. Dann kann ich auch nicht hier herumstreuen. Oder? Sagt man das einfach so? Ich dachte, das ist auf Hunde bezogen. Auf Streuner herumstreunen? Ach komm, Toxic. Siehst du, jetzt hast du einen auf den Deckel gekriegt. Hättest du einfach Donner gemacht, dann hättest du keiner auf die Rübe bekommen. Aber Schläge auf dem Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen. Hypno. Keine Ahnung. Hypno ist ein Psycho. Und ich habe keine Ahnung, was gegen Psycho hilft. Ich glaube, Drache war gut. Und noch irgendwas anderes. Wir haben es schon mal rausgefunden. Ich weiß, wir haben schon mal einen Attack gemacht, wo ich dann voll überrascht war. Boah, was, das hilft, voll geil. Aber ich merke mir sowas nicht. Ich weiß, es ist total bescheuert. Aber irgendwie... Weißt du musst dir die ganzen Namen merken. Du musst dir merken, in was sie sich digitieren. Wann sie sich digitieren. Dann musst du dir noch merken, welche Attacke gegen welchen Typen effektiv ist. Das ist alles ein bisschen zu viel. Oh, Toxic, das ist lieb. Super. Also jetzt hast du dich vor Gift geheilt, aber du triffst nicht. Was zur Hölle? Bitte treffe jetzt.
Toxic hat das jetzt zweimal gemacht. Voll cool. Ey, das ist dann nicht dein Ernst, oder? Alter, wie viel Schwein habe ich denn gerade in dem Kampf? Ist ja der Hammer. Das war cool. Super gemacht, Toxic. Shadow erreicht Level 47. Schluss, aus, Ende, vorbei. Es ist vorbei. Bye, bye, Junimond. Dum, 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 dum. Ich, keine Ahnung, es tut mir echt leid, die Folge wird wieder so eine merkwürdige Folge. Lichtkanone. Ah, cool. Ich weiß nicht, was es ist, aber es hört sich mal gut an. Und 5 Pokébälle. Wer will denn die lummeligen Dinger haben? Ich will gefälligst hier Hyperbälle. Mit Pokébällen fange ich doch hier nicht mal mehr an Carpador. Carpador. So, holen wir uns das. Ein Nugget. Dann haben wir Geld, damit können wir uns selber Pokébälle kaufen. Und irgendwo, da geht's noch rein. Okay. Ich muss nachher, glaube ich, auch die Teleporte ausprobieren, weil die machen mich nochmal, oder die teleportieren mich, glaube ich, nochmal zu Orten, wo ich sonst nicht hinkomme. Aber jetzt mal im Ernst, wenn du hier arbeiten würdest, würdest du dir merken, welcher Teleporter dich wohin teleportiert? Das ist ja voll verwirrend, ich müsste die immer nummerieren oder Graffiti auf dem Boden machen, wegen, ah, das bringt dich in den zweiten Stock, das bringt dich in den dritten Stock. Ich könnte mir das nicht merken. Bist du die Hälfte der Arbeitszeit nur beschäftigt, dich durch die Gegend zu teleportieren? Den haben wir schon besprochen. Den haben wir besiegt. Von wegen, ja, ich finde meinen Arbeitsplatz einfach nicht. Ich könnte ja die Treppe nehmen, aber ich bin zu faul. Oder diesen Fahrstuhl, aber das dauert mir zu lange. Deswegen nehme ich den Teleporter, aber ich finde einfach nicht den richtigen. 2 Stunden später. Jetzt habe ich ihn endlich gefunden. Mittagspause. Team Rocket will Pokémon dazu missbrauchen, die Welt. Okay, das hatten wir auch schon. Ich glaube, hier waren wir fertig. Ich glaube, das haben wir abgegrast. Die habe ich schon, mit der habe ich schon gequatscht und mit der habe ich auch schon. Okay, dann geht's hier eins weiter nach oben. In welchem Stock sind wir eigentlich? 6. Okay, dann sind es ja nicht mehr so viele. Ich fände es schrecklich, wenn diese Gauner von Team Rocket, die Silph Company oder die Pokémon einfach so herumkommandieren können, wie es ihnen passt. Was machst du? Machst du auch nichts anderes? Ich bin eine der berüchtigten 4 Rocket-Schwestern. Pocket, ich hab Pocket gelesen. Entschuldigung. Team Pocket. Ja, Polly Pocket-Schwestern. Cool. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Toxic. Ich weiß nicht. Ich glaube, das wird nichts. Ich denke, da wechseln wir nicht. Aber ich... Doch, Nico ist jetzt nicht so. Shadow, Minutchen, Tarek ist... machen wir mal Shadow. Ich warte immer noch auf das Stockwerk, wo die Frau ist, die uns heilt. Wetten, das haben sie in dem Dings rausgepatcht. Finale. Oh Gott, Shadow, tut mir leid. Bitte halt durch. Hat sie nur ein Pokémon gehabt? Nee, hat nur 2 gehabt, oder? Ja, wollte bald. Dann machen wir jetzt. Wobei Wasser ist nicht so. Die hat auch noch 3. Keine Ahnung, was es ist, aber es hilft. Shadow ist auch schon ein bisschen. Stärker. Tami, du darfst. Dann machen wir nochmal Schaufler. Ich weiß, die AP sind nicht mehr so gut. Aber das kriegen wir noch hin. Voltoball. Und das Geile bei Shadows Attacke ist, dass mein ganzes Team ein Stärke-Update kriegt. Keine Ahnung, wie Shadow das macht. Aber... ich find's cool. Und ich finde wirklich diesen Irokesenschnitt bei Evoli voll süß. Ich weiß, ich könnte auch mal andere Accessoires ihm geben, aber mir gefällt er so. Tut mir leid, Schwestern. Ich glaube, ich habe schon 3 besiegt. Oder alle? Ich weiß es nicht.
Drachenpuls. Ich weiß nicht, was es ist, aber es klingt auch gut. Ich glaube, es war eine gute Attacke. Ich bin mir aber nicht sicher. Krebsbonbons. Das kann jeder gebrauchen. Vor allem bei einer Prüfung oder einer Arbeit. Was ist mit dir? Hier ist es sehr gefährlich. Du bist hier, um uns zu helfen. Das wird doch nichts. Okay, jetzt läuft's gut. Oh, hallo. Du gehörst nicht zu dem Rocket, oder? Sag bloß, du bist hier, um uns zu retten. Fantastisch, vielen Dank. Wie kann ich mich... Ach ja, genau. Als Dankeschön für deinen beherzten Einsatz möchte ich dir diese Pokémon anvertrauen. Nicht dein Ernst? Ich hab Lapras? Was? Das ist ein Lapras, ein überaus intelligentes Pokémon. Es hat bisher bei uns im Labor gelebt, aber ich glaube, bei dir ist es viel besser aufgehoben. Du siehst aus wie jemand, der sich gut um unser Lapras kümmern wird. Es kann sehr gut schwimmen und dich außerdem auf seinen Rücken sicher übers Wasser tragen. Pass gut auf es auf. Krass. Dieses freundliche Pokémon besitzt ein sanftes Gemüt und versteht die Sprache der Menschen. Auf seinem Rücken trägt es sie über das Meer. Ach, schön. Das müssen wir natürlich gleich mal ins Team holen. Niolchen, du musst ganz kurz mal weg. Dem Team hinzufügen. Zack. Weil das braucht auch einen Namen. Und zwar hat sich Dino ganz doll gewünscht, ein Lapras zu sein. Also ist das jetzt Dino. Kann ich dich rausholen aus dem Pokéball? Achso, nur wenn ich Wellensport mache. Okay. Aber ich möchte dich gerne mal im Kampf sehen. Ich habe noch. Möchte noch mal ganz kurz was wissen. Wassereis, okay. Hat hier noch jemand irgendwelche coolen Pokémons vergeben? Ich bräuchte noch einen Electek oder einen Magma. Team Rocket ist in einem Pokéball her, mit dem man garantiert jedes Pokémon fängt. Sie werden uns bestimmt zwingen, ganz viele von diesen Meisterbällen herzustellen. Ich möchte bitte 4 Stück für Arctos, Zapdos, Lavados und Mewtwo. Kann man die irgendwo hier in Bestellung aufnehmen? Okay, mit dem habe ich anscheinend schon... Ach, habe ich dich schon besiegt? Komm, trocken hinter den Ohren, aber schon ein begabter Trainer. Okay, wann habe ich denn gegen den gekämpft? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Also da waren wir, dann waren wir, hier waren wir, das habe ich alles gemacht, da war ich. Okay, dann geht's hier weiter. Stockwerk Nummer 7. Da ist nix. Hallo, letzte... Hallo? Hallo? Meine Schwestern werden mich recht... Okay, hier war ich auch schon. Was? Hey, habe ich schon? Okay, den habe ich auch schon. Und verwirrt. Du glaubst doch nicht, dass ich dich hier einfach nach Lust und Laune herumstolzieren lasse. Ich gehe ganz normal. Wir sind nicht stolziert, obwohl ich sagen muss, dass Patrick, dass meine Nase ein bisschen... Oh Gott, das ist gemein. Ein bisschen höher ist, seitdem ich einen Lapras habe. Oh, guck dir das an, das ist so süß. Und gegen Elektroball hast du keine Chance. Das ist echt gemein. Warum konnte der jetzt kein Magma haben? Reflektor. Gegnerische gegen physische Attacken. Aha. Ah, wir haben noch zweimal Schaufler, also das reicht für seine beiden Pokémon. Perfekt. Jetzt Schaufel ein. Schaufel. Oh, schade. Tami, halt durch. Perfekt. Mach Glut. Dann machst du mal Glut, weil Schaufel dauert mir jetzt zu lange und ich weiß nicht, was er als letztes Pokémon hat. Ich hoffe, ein Volteball, dann hilft nochmal Schaufel. Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Das Pokémon hat mich immer total verwirrt. Erstens hast du das voll schwierig bekommen. Du konntest es nicht fangen. Das konnte man nur gewinnen in dem Pokémon-Spielhalle. Und du musstest
gefühlt 1 Million Spielmünzen, die erfarmen bei so einem Automaten, wo du einfach nur so einen Hebel nach unten machst und dann kommt da immer, wie heißen denn die Dinger? Da mussten immer 3 Kirschen da sein oder irgendwas, muss halt immer 3-mal das gleiche da sein. Einarmiger Bandit? Ich weiß aber nicht, ob das Spiel einen besonderen Namen hat. Tammy, es tut mir leid. Und dann konntest du das, wie gesagt, mit 1000 Münzen oder 1 Million Münzen umtauschen. Du konntest dir dieses Porygon holen. Aber das war unmöglich. Du musstest... Machen wir mal Eissplitter. Du musstest, keine Ahnung, 40 Stunden in dieser Spielhölle verbringen, um überhaupt so viele Dollar, die dazu, so viele Münzen, die dazu verdienen. Das war echt die Hölle. Tarek erreicht Level 46 und darf damit sich weiterentwickeln. Haha, wir kriegen einen Klurak. Feuerwirbel und Flammenwurf 90 stark. Feuertage, die durch die Szenenbrandung. Ja, das kommt weg. Feuerwirbel kommt weg. Tut mir leid. Und lernt Flammenwurf. Endlich mal eine vernünftige Feuerattacke. Wir besiegen... Huch, verloren. Geh weg, geh mir aus der Sonne. Ich will, dass mein Glutexo sich endlich weiterentwickelt. Und jetzt bloß nichts drücken. Wenn man die ganze Zeit gewohnt ist, ist es immer abzubrechen. Das ist ein schöner Schluss für den Part. Wir haben ein Glurak. Wenn es einen Strahl glühendes Feuer speit, lodert die rote Flamme an seiner Schwanzspitze noch intensiver. Oh, Flügelschlag. Ja, ich weiß aber nicht welche. Dieser Flammenwurf ganz bestimmt nicht, darauf habe ich echt lange hingearbeitet. Was ist denn Geowurf? Geowurf, Ziel wird mit der Kraft der Gravitation umgeworfen, richtet Schaden gemäß Level des Angreifers. Das Ziel mit ausgebreiteten. Eigentlich ist das ziemlich gut, weil je stärker du bist, desto mehr Wumms hat die Attacke. Drachenwut will ich behalten. Schlitzer möchte ich eigentlich auch behalten. Es tut mir leid, dann kommt der Geowurf. Ich weiß, viele sagen jetzt: Oh mein Gott, wie kannst du bloß, aber Schlitzer finde ich eigentlich echt eine gute. Dann mache ich Schlitzer weg. Dann mache ich Schlitzer weg. Oh Gott, ich habe Schlitzer weggemacht. Nein! Warum kann man nicht 5 Attacken lernen? Nein! Mein Herz, Schlitzer. Beleber, ich mag die Attacke voll, ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Fehler war. Okay, du noch was? Nee, dann dürfen wir noch einen Stockwerk hoch und dann machen wir erstmal Pause. Und dann würde ich mich über Kommentare und Bewertungen sehr freuen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte ein Abo da, so unterstützt ihr unseren Kanal. Aktiviert die Glocke, um keinen Part mehr zu verpassen und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part. Bis dahin, macht's gut, ciao!